Herzlich willkommen zu unserem heutigen Informationsdienst. Es ist bereits die 22. Ausgabe. Unser Ziel ist es ja, über mehr Wissen, geeignete Handlungsweisen oder medizinische Methoden einzusetzen für die Verbesserung unserer Lebensqualität. Heute stelle ich Ihnen die Ergebnisse des Entdeckers Professor Kempis vor. Seine Erfolge werden weltweit schon zur Gesunderhaltung genutzt. Und denjenigen, die ihm einstmals das Geld und den Auftrag für seine Forschung gegeben haben, das sind die Pharmaindustrie und das sind Regierungen, denen ging es auf einmal zu schnell, dass Professor Kempe seine Ergebnisse umsetzbar vorgelegt hat. Warum ging es zu schnell? Ja, es ging um ihre Macht. Ihre Macht sahen sie mit einmal durch Kempe beeinflusst. Alles hat für Professor Kempe mit dem Satz angefangen, alles hat für Professor Kempe mit dem Satz angefangen, Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht. Das hat seine weiteren Arbeiten über die nächsten Jahrzehnte stark beeinflusst. Und verfolgen Sie, wie ich meine, das sehr interessante Interview zwischen den beiden Professoren Vogt und Kempe. Verfolgen Sie es bitte, es geht einige Zeit, aber ich denke, es hat sehr, sehr, sehr viel Inhalt und es dürfte interessant sein für Sie. Ich habe noch eine Bitte. Wenn Sie das Interview sich ansehen, dann bleiben Sie noch einen kurzen Moment dabei, um auch meine Anmerkungen dazu zu hören. Ich verspreche Ihnen, meine Anmerkungen sind ganz, ganz kurz. Der Arzt der Zukunft wird keine Krankheiten mehr heilen, sondern den Körper zur Selbstheilung quasi stimulieren mittels akustischer Informationstechnologie. Das klingt neu, ist aber eine Entwicklung, die es gibt, die auf dem Markt verfügbar ist, die in Auftrag von Regierungen und Pharmaindustrie entwickelt wurde und wie immer bei genialen Erfindungen inzwischen von genau denselben Kräften gebremst, ausgebremst und verhindert wird, weil es eben eine Technologie ist, die wahrscheinlich 2 Jahrzehnte zu früh verfügbar ist. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Das ist, lieber Hans, genau das Thema. Du hast eine Entwicklung, eine Forschungsarbeit vorangetrieben und seit vielen Jahren betrieben, bei dem das Thema akustische Informationstechnologie, ja, ich sag mal, bei herausgekommen ist. Was ist die Basis dieser Entwicklung, deiner Forschungsarbeit? Also heute genau vor 37 Jahren, meine Mutter verstarb am 10.10.1977, habe ich den Chefarzt gefragt, okay, gibt es irgendetwas gegen Krebs? Sie ist an Unterleibskrebs verstorben, genauso wie meine Großmutter und meine Großgroßmutter, also 3 Generationen, ja, in der gleichen, ja, Familie. Und da sagte er mir, und das ist das Schlüsselerlebnis, was mich 37 Jahre dazu befähigt hat, überhaupt in dieses Programm zu fahren. Ja. Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht. Das aus dem Munde eines Arztes, eines Chefarztes. War sehr ehrlich. Ja, ja, ich habe das damals nicht richtig verstanden, weil ich habe gedacht, immer Gesundheit, okay, das weiß jeder, was es ist. Und Krankheit, naja, da müssen wir damit leben. Aber wenn jemand sagt, Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht, da war natürlich für mich das Programm schon vollkommen klar, was ich machen muss. Ich muss Wissen in die Gesundheit reinbringen, damit ich die Macht, die Krankheit verursacht, definieren kann. Ja. Welche Macht produziert Krankheiten? Es war 1977, ich war Physiker. Ich habe meine Dissertation als Physiker heißt SIUM,
kreative, intelligente, universale Materie. Ich habe da angefangen als Physiker, Krankheiten, im speziellen Fall Krebs, jetzt energetisch zu analysieren und kam auf den, also das ging dann 1980, 1981, als ich dann merkte, jetzt wir therapieren etwas und wissen gar nicht, was es ist. Wir wissen gar nicht, was Krankheiten ist. Und da habe ich eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, okay, also wenn ich was therapiere, und zwar medikamentös, aus wie viel Elementen besteht denn der Mensch? Wir wissen ja das Periodensystem von Mendeleev, also 108 Elemente. Mhm, aus wie vielen Elementen besteht der Mensch? Und dann, das hat 5 Jahre gedauert, bis ich mit Wissenschaftlern der NASA und der Aerospace in Amerika, ich habe damals bei der NASA gearbeitet, herausgefunden hatte, der Mensch besteht auf 62. Das ist der Grund meiner gesamten wissenschaftlichen Arbeit. Der Mensch besteht auf 62 chemischen Elemente aus dem Periodensystem. Ja. Wir wissen, dass also jedes chemische Element oder jedes Element eine Eigenschwingung hat. Und so war das für mich klar, dass ich als erstes mal in irgendeiner Weise Einfluss nehmen kann, wie der menschliche Körper funktioniert, dass ich erst einmal die Eigenschwingung der Elemente erstmal digitalisiere. Wir reden hier Anfang der 80er Jahre, das Computersystem war gerade in Kinderschulen, ziemlich schwer. Wir wussten überhaupt nicht richtig, wie es geht, aber wir haben damals schon Milliarden wurden schon ausgegeben, Krankheiten zu heilen, ohne dass man eigentlich richtig wusste, was sind Krankheiten. Ja, ja, ja. Und die 62 war insofern von Bedeutung, wenn der menschliche Organismus aus 62 Elementen des Periodensystems besteht, musst du die ansprechen und darfst nicht mehr, aber auch nicht weniger ansprechen. Und hier war mein erster Fehler, den ich also als Wissenschaftler gemacht habe. Ich habe 1981 angefangen, die Frequenztechnologie zu studieren. Also Zapper und sowas, ne? Ja, ja. Also Zapper gab es damals noch nicht. Ja. Dr. Roel Reif in den 30er Jahren jetzt, hatte ja praktisch mit der Frequenzkanone oder mit dem Frequenzleuchte schon angefangen, die Viren zu sehen, indem man sie also praktisch anders beleuchtet. Also es war schon, Frequenztechnologie hat eine Beziehung zur Gesundung des menschlichen Organismus, so war es damals deklariert. Und ich habe praktisch 20 Jahre lang habe ich der Frequenztechnologie gefrönt. Ich habe also mein ganzes Geld, wir reden da also viel Geld, eingesteckt. Der Entwicklungsweg war so, dass ich dann also in den Ende der 80er Jahre mit Hulda Clark, ich habe Hulda Clark und ich, wir waren auf der gleichen Universität, also gleiche Schule. Wir haben also Heilpraktiker gemacht mit Staatsexamen. Und die Hulda Clark hat sich dann, wir hatten dann auch eine Klinik in Tijuana. Ich war mit Karl Donsbach zusammen und Hulda Clark hatte eine Krebsklinik gehabt, gleich auf der gleichen Straße. Und wir haben uns dann in zwei verschiedenen Richtungen getrennt. Das erste war, wenn wir aus 62 chemischen Elementen aus dem Periodensystem bestehen. Der Mensch, genau. Das organische Erbmaterial, dazu gehören natürlich auch dann die Tiere, ne? Ich habe nicht verstanden, und das ging dann 1991, warum man 5, 6, 7, 8.000 Frequenzen, die man eingibt mit einem Zapper von Hulda Clark zum Beispiel, oder es gibt ja nur 200 verschiedene Systeme, wo man Frequenzen in den Körper eingibt, um eine Reaktion zu zeigen. Die meisten von uns, die kennen die TENS-Einheit gegen Schmerztherapien. Also 100 Hertz, 99 bis 100 Hertz jetzt, ist der Impuls des Schmerzes. Sehr wirkungsvoll bei Sportlern zum Beispiel. Ne? Man macht da 2 Elektroden und dann ist der Schmerz praktisch weg. Aber wenn man 200, 300 Frequenzen eingibt, wie beim Zapper, die Frage war, wie reagiert der Körper? Und das in der Entwicklung, die einzigste größere Frage war, die ich dann mit meinen Kollegen lösen musste. Eine Frequenz ist eine Sinuskurve. Ich gebe also über Elektroden oder über akustische Informationen gebe ich eine Sinuskurve in diesen Körper. Wie arbeitet unser Organismus? Und da kam das erste Mal, dass ich also
Stanford University studiert habe, habe dann 1994 dann Bruce Lipton kennengelernt, mit dem ich also sehr eng zusammengearbeitet habe. Und der Bruce Lipton hat mein gesamtes Weltbild verändert. Er sagte zum Beispiel, also die Membrane hat eine Natrium-Kalium-Pumpe und die produziert 1,4972 Millivolt zu 1 Millivolt und die Frequenztechnologie hat überhaupt keinen Effekt an den menschlichen Organismus, nur an den Nervenzellen. Weil die Nervenzelle arbeitet 50-50 wie ein Startmagnet und die Zelle arbeitet 60-40, 60%. Jetzt, wenn du jetzt deutlich machst, dass dieses Gießkannenprinzip, was da mit vielen, vielen Frequenzen auf den menschlichen Organismus einwirkt, das ist ja an sich eine berechtigte Frage. Warum ist sie nicht selber, also Hulda Clark, nicht selber auf die Idee gekommen zu sagen, ich muss das eingrenzen auf das, wo ich dann auch eine Resonanz im menschlichen Organismus habe? Das ist ganz schwer. Die Frequenztherapie, die Frequenztechnologie war international von allen Regierungen akzeptiert. Aha, alles klar. Es gibt ungefähr 200 verschiedene Geräte, die also frequenztechnologisch benutzt werden. Ich habe sie alle. Ich habe sie entweder alle gekauft oder alle benutzt, alles selbst ausprobiert. Und das Schlüsselerlebnis war dann in der Mitte von 2005, 2006, als eine internationale Forschungsgruppe festgestellt hatte, dass also im übermäßigen Maße Menschen, die also den Zapper benutzt haben, frequenztherapeutisch therapiert wurden, kurzzeitig und aus nichtigen Gründen verstarben. Wie immer, Rechtsanwälte haben dann recherchiert, was ist denn da los jetzt? Also wir denken doch, dass der Zapper ist gut und ist gesundheitsfördernd. Und da kam dann 2006 dann der entscheidende Wendepunkt. Diejenigen, wie zum Beispiel Hulda Clark, die also nicht zugehört hatten, die also den wissenschaftlichen Ergebnissen von 2006, 2007 keine Bedeutung beigemessen haben. Sind alle tot. Hulda Clark ist auch tot. Sie ist nicht an einer Wirbelsäulenverletzung gestorben, sondern an Krebs. Und zwar an den gleichen Krebs, den sie in ihrem Buch beschreibt, dass sie das geheilt hat. Sie war ja auch eingesperrt in Amerika. Mhm. Und da kam dann der Frage, was machen wir? Also jetzt 60, 70 Jahre Frequenztechnologie ist eine gesundheitsfördernde Maßnahme, akzeptiert bei allen. Oder sind wir hier wirklich auf dem falschen Weg? Auf dem Holzweg. Ja, genau. Und da kam bei mir einfach nur diese Sache, okay, wir sind falsch. Frequenztechnologie ist gesundheitsschädigend, weil die Zellen die übermäßig viel eingebrachten Frequenzen einfach nicht richtig dokumentieren können und weil wir einfach anders funktionieren. Wir wissen 2006, also wir haben zwei verschiedene Systeme im Körper. Das eine System ist das Nervensystem, es arbeitet 50-50 und das zellulare System arbeitet 60-40. Das heißt, ich muss, wenn eine Sinuskurve reingeht, eine Sinuskurve 50-50, dann versteht das Nervensystem. Aber nicht das zelluläre. Das zellulare System ist 60-40. Ja. Ich habe also mit Wissenschaftlern und zwar mit sehr vielen, musste ich herausfinden, wie können wir jetzt mit einer Zelle sprechen, die also ein energetisches Potenzial von 60-40 hat. Man muss also eine Doppelfrequenz produzieren. Wenn ich zum Beispiel, ein kleines Beispiel, das sind 30 Hertz mit einer Sinuskurve versteht 30 Hertz die Nervenzelle, die Körperzelle versteht es aber nicht, die normale Zelle. Ich muss die 30 Hertz aufspalten in 18 Hertz Amplitude, bisschen warten, 12 Hertz Amplitude, bisschen warten, dann versteht die Zelle, die Körperzelle. Genau. Ja. Unwahrscheinlich schwierig jetzt, weil es ja in der Geschwindigkeit, in der wir Informationen in den Körper eingeben, fast überhaupt nicht möglich ist jetzt, dass wir etwas kontrollierbar machen. Also habe ich ein sogenanntes akustische Informationstechnologie ins Leben gerufen, indem ich alles, was ich über Frequenztechnologie sagen möchte, und zwar den Körper anbieten möchte, habe ich digitalisiert. Ich habe das gesagt, was ich mache,
und habe das Gesagte digitalisiert. So zum Beispiel, wenn ich sage, Beispiel, ne? Ich liebe Gott. Das ist 32, 62, ist 115. Ob ich jetzt sage, ich liebe Gott, oder ich sage 115. Ist die identische Information. Ist absolut identische Information. Ja, ja. So, und aus dem Grund haben wir auch jetzt diese Möglichkeit, also vor 30 Jahren, als der Arzt sagte, Gesundheit ist Wissen, ist Wissen. Ja. Und Krankheit ist Macht, war das vollkommen klar, dass ich erstmal studieren muss jetzt, um dieses Wissen über die Gesundheit. Und dann kam der große Durchbruch, da kam 2007, mit Kollegen von Australien hatte ich dann eine Forschungsgruppe gebildet und wir haben festgestellt, der Mensch, also ich bin 100% Energie, 95% meines Körpers ist immer 100% immer gesund. Jetzt lass uns noch mal, dass wir einfach den Unterschied herausarbeiten, weil das entscheidend ist. Der Unterschied zu der Frequenztherapie ist, dass du hergegangen bist und hast erstens gesagt, einfach noch mal zum Verständnis, wir bestehen aus 62 Elementen des Periodensystems. Das war der Beginn. Ja, das war der Beginn. Das heißt, es ist auch nur sinnvoll, eine Resonanz und ein Ansteuern auf dieser 62 Elementenebene vorzunehmen und nicht mit 1000 Frequenzen auf den Körper draufzugehen. Es geht einfach über die Energie. Die energetische Frage, die war ja, also seitdem wir Krankheiten bekämpfen, bekämpfen wir ja Krankheiten, die im menschlichen Körper oder im Organismus sich beheimatet haben. Die Frage ist, wie krank kann ein Mensch sein? Ich glaube, also ich bin ja selber nur Arzt, ich habe ja Medizin studiert auch. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich schon jemand die Frage gestellt hat, wie krank kann der Mensch überhaupt sein? Als ich das erste Mal die Frage gestellt habe, ich war damals in der Akademie der Wissenschaft in St. Petersburg und habe also in einer Konferenz gefragt, also meine Damen und Herren, wie krank kann der Mensch sein? Na, da hat er gesagt, ja, der kann so krank sein, bis er stirbt. Ja, ich sage, das ist nicht die Antwort der Frage. Wie krank kann ein Mensch sein? Und bei der wissenschaftlichen Beweisführung habe ich ganz klar mathematisch definiert, der menschliche Körper ist 100% Energie, davon muss immer 95% gesund sein, weil die 5%, die krank sein könnten, sind gleich 50% der energetischen Reserve des menschlichen Organismus. Wenn ich 5% Krankheit erreicht habe, also entweder Krebs oder egal was es ist, ich sage immer Baustellen, dann habe ich einen energetischen Kollaps. Meine Arbeit 2008 und 2009, was dann zum Einstein-Preis geführt hat, die Genopulsforschung, den ich bekommen habe in Washington, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wir kennen ungefähr 200 Krebsarten oder 200 Krankheitssymptome. Und also ich kenne jemanden, der hat 3 Kilo Lebertumor und lebt bequem. Ich kenne jemanden, der hat also 1 Kilo Magentumor und er lebt bequem jetzt. Ne? Und ich kenne eine Frau, die ist gerade gestern gestorben, die hatte 10 Gramm Brusttumor. Und da kam's. Ja. Ich habe dann praktisch alle medizinisch bekannten Symptome und Krankheiten habe ich dann zusammengefasst in einer Liste. Sind fast 2000 verschiedene Symptome und habe dann eine energetische Wertigkeit gegeben. Zum Beispiel, wenn du Magentumor hast, da zieht die Zelle. Und das ist der grundlegende Unterschied zwischen dem, was wir medizinisch heute machen. Eine gesunde Zelle produziert Energie und eine nicht gesunde Zelle, also eine lebende Zelle, aber nicht gesund, produziert keine Energie. Zieht Energie aus dem Umfeld. Ja. Da gibt es ungefähr 20 verschiedene Klassifikationen. Das fängt an, also praktisch jetzt, du hast also 1 Kilo Lebertumor und der zieht 20 Mal bis 30 Mal seinen Eigenbedarf. Wenn du 90 Kilo hast, wie ich jetzt, kannst du bequem überleben, solange der Tumor immer noch in einem negativen Zustand ist. Eine Frau mit Brusttumor, 10 Gramm. Dieser Brusttumor in einem doppelt positiven Zustand, also energetischen Zustand, polarisiert von positiv-negativ in der negativ-negativ, also produziert keine Energie,
ist ein lebender Organismus, aber er zieht Energie. Aber viel mehr. Ja, doppelt negativ, doppelt positiv zieht er 400 Mal seines Eigenbedarfs. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie groß oder was du machst. Wenn die Energiebilanz ist das Entscheidende. Wenn eine Zelle in der Brust 400 Mal seines Eigenbedarfs zieht, stirbst du nicht an 10 Gramm Tumor, sondern du stirbst einfach an energetischen Discharge im gesamten Organismus. Ja. Wenn du jetzt, einfach um zur akustischen Informationstechnologie nochmal zurückzukommen, wenn du jetzt akustisch den Menschen informierst, Informationstechnologie, wie muss man sich das vorstellen? Okay. Was passiert, ich sag mal quasi als Transfer, akustisch, was kommt bei den Menschen an? Was ist da die Basis? Kann man in einem Satz man das sagen? Das ist das Einzige, wo man so präzise die Sache ausdrücken kann. Eine gesunde Zelle kann eine Krebszelle nicht sehen, weil keine Kommunikation zwischen einer Krebszelle und einer gesunden Zelle stattfindet. Ja. Weil es muss ein energetischer Austausch sein. Das Produkt, was ich in 30 Jahren erschaffen habe, gibt den gesunden Organismus die Möglichkeit, die Abnormalitäten, die Baustellen im Körper zu sehen. Zu erkennen. Also ich habe jetzt so 95% und ich habe jetzt irgendwie an der Leber, habe ich jetzt 1% meiner gesamten Zellmasse ist erkrankt. Und dann werden es 2%, dann werden es 3%. Der gesunde Organismus kann das nicht sehen, weil keine Kommunikation zwischen dem gesunden Organismus und der Krebszelle herrscht. Ja. Dieses Gerät jetzt ist das erste und einzigste, ich glaube, es gibt nichts anderes auf der Welt zurzeit. Das Geno 62 Sonic ist das einzigste Gerät, was den gesunden Organismus befähigt, abnormale und Baustellen im Körper zu sehen. Also ihn wissen zu machen, den Körper. Ja. Und dann kommt es darauf an, wie viel Energie hat der Mensch. Wie ist ja klar, das hat dann auch etwas zu tun. Du kannst nicht alles, was du bist, jetzt in die 1% Krankheit stecken, wie wir das jetzt zurzeit machen. Sondern du musst einfach dann den 95% gesunden Organismus die Möglichkeit geben, zu sagen, oh mein Gott, ich habe 95%, hier habe ich 1%, eine Baustelle mit 1%. Also jetzt nehme ich meine 95% aber das geht nur über die akustische Information, weil in diesem kleinen Gerät, also ich muss ja nochmal, darf ich nochmal ganz kurz, also hier, das Gerät ist ein Kaufgerät, das ist wie ein MP3-Player, das ist ganz normal, darüber braucht man nicht zu sprechen. Auf jeder von diesen kleinen Microchips sind 23 Quadrillionen Bits. Das sind Informationen, die also praktisch von der Menschwerdung, von als es angefangen hat, bis zum heutigen Datum, einen Abriss gibt, wie die Evolution den Menschen zu das gemacht hat, was er heute ist. Und dazu natürlich auch krank. Wir sind ja nicht nur gesund, sondern wir haben ja mit 500 Millionen Diabetiker und fast einer Milliarde krebskranke Leute in der Welt, haben wir natürlich das Problem, dass wir ja der Krankheit mehr Beachtung schenken müssen, weil wir ja noch nicht das Wissen haben, was Gesundheit ist. Wenn wir das Wissen haben, was Gesundheit ist, dann verliert die Krankheit die Macht. Ja. Also wir haben jetzt hier eine Situation, wo du mit dieser Informationstechnologie, wie ich am Anfang gesagt habe, den Körper befähige, zwischen den einen und den anderen Dingen im Organismus zu unterscheiden und dann letztendlich in die Selbstheilung zu gehen. Also ja und nein, das muss man ein bisschen anders sehen. Wie gesagt, diese Informationen werden wir bestehen ja aus 70% Zellwasser. Diese Informationen, diese 23 Quadrillionen Bits, werden vom Zellwasser gespeichert. Und dann hat eine abnormale Zelle, eine Zelle, die also keine Kommunikation hat, hat dann mit dem Bewusstsein des gesamten 95% gesunden Organismus die Chance, diese Information aus dem Zellwasser heraus zu filtrieren. Mhm. Das geht nicht von einer Stunde, das geht nicht in einer Minute, das ist keine Pille, wo du sagst, oh, ich habe jetzt Schmerzen, jetzt nehme ich mal die Kopfhörer drauf und in 10 Minuten bin ich gesund. Es ist ein System, was also manchmal über Monate geht.
Eine Krankheit kommt ja auch nicht in ein, zwei Tage, sondern eine Krankheit kommt ja fast 90% aller Krebsarten sind in einem Entwicklungsstadium von mindestens 2 bis 20 Jahren. Das ganze Problem, was wir damals hatten, also wenn sich bei mir ein Krebs entwickelt im Körper, 20 Jahre lang, und plötzlich habe ich hier Schmerzen. Und da gehe ich zum Arzt und da sagt der Arzt, ja, du hast Leberkrebs. Ich sage, ja, wieso denn? Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ja, okay. Dann hat sich in den ganzen Jahren etwas herangewickelt, was mein gesunder Körper, ich bin gesund, ne, kräftig, nicht erkannt hat. Wie kann das passieren? Also ist es logisch, dass ich den gesunden Organismus befähigen muss? Absolut, ja. Wir sagen Baustellen, in der Energiemedizin gibt es keine Krankheiten, energetisch gibt es keine Krankheiten, es gibt nur Baustellen, dass ich praktisch die Baustellen erkennen kann durch ein System der Eingabe des Wissens, was ist Gesundheit. Ja. Und der Weg, den du hier beschreitest, ist, du hast es schon angesprochen mit Kopfhörern, ich höre die Frequenzen, schalte dieses Gerät ein, höre die auf diesen Chips befindliche Frequenzen. Das sind ganz normale Kopfhörer, darüber werden die Informationen eingegeben. Und zwar die Informationen werden so eingegeben, 60% rechts, 40% links. Wenn diese Informationen im Kopf zusammenkommen, dann verwirbeln die Informationen. Und nur diese Verwirbelung der Informationen, 60-40, wird dann langsam mit dem System, Energiesystem, in den Körper einfiltriert. Ja. Damit wir natürlich keine 2-3 Wochen Zeit haben, um jetzt 23 Quadrillionen Bits aufzunehmen, habe ich ein System gesucht, was mir also in Sekunden den gleichen Effekt gibt. Und das ist das Geniale. Die Firma Adivo, die hat damals jetzt ein Usonic-System gemacht. Das ist so. Also wie gesagt, da steckt man dann hier oben rein, folgendermaßen. Wenn ich diese beiden Elektroden in die Hand habe, oder ich tue da meine Zehen drauf, das sind nicht in 5 bis 7 Minuten, dass die Information, ich kann es hier messen, wenn ich hier oben eine Information eingebe, kann ich unten am Zeh messen, wenn sie angekommen ist. Und es dauert ungefähr zwischen 3 Minuten und 7, 10 Minuten, bis die Information unten angekommen ist. Das heißt also, bei dieser Größenordnung des Inputs brauchte ich Wochen, damit ich also alles aufnehme. Wenn ich das aber so mache, beschleunigst das. 3,5 Sekunden. Ja. Also von oben bis zur Zehe 3,5 Sekunden. Und dadurch habe ich natürlich habe ich die 45 Minuten Therapiezeit oder Behandlungszeit, wie man das nennt. Und dieses Usonic ist nur dazu da, dass es schneller reingeht. Und dadurch, dass es schneller reingeht, habe ich natürlich eine viel größere Chance, die Information auch zu lagern, zu speichern in dem Wasserstoffmolekül. Wie oft musst du denn das machen? Wenn du jetzt sagst, du hast eine Dreiviertelstunde, setzt die Kopfhörer auf, hast die Elektroden in der Hand, ist das etwas, was ich dann am nächsten Tag wieder machen muss? Also ist es wissenschaftlich so ausgelegt, dass dieses System, es ist ja ein Informationssystem des Wissens. Das heißt, ich habe ja auch das ist ein Buch zum Beispiel mit 1000 Seiten. Und ich sage, okay, das mache ich jetzt mal schnell in 10 Minuten. Ne? Nee, das dauert auch einige Wochen. Ja, klar. Also wir haben herausgefunden, und das war nochmal, das ist ja kein System, was nicht bekannt ist. Ich habe ja auf dieses System den Einstein-Preis bekommen. Wie lange muss man es? Wir sind in 72 Ländern. Ja. Es sind Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, haben dieses Gerät und andere Geräte und andere Möglichkeiten. Und wir haben nach den ersten 2.000, 3.000 Probanden oder Klienten, die wir hatten, haben wir festgestellt, 48 Stunden, eine Woche, ein Monat. Also wie gesagt, in diesem Zyklus garantieren wir, dass alle Informationen im Körper gespeichert sind. Ja.
Und damit können wir auch garantieren, dass also eine ordnungsgemäße Abrufung der Informationen durch die Baustellen eingeleitet werden kann. Und wenn es eingeleitet ist, dann ist also nur noch Gesundheit ist dann nur noch da, weil als ein einfacher Grund wir überschreiben praktisch die Macht der Krankheit in das Wissen über die Gesundheit unseres eigenen Organismus. Herrliches Schlusswort. Die Macht der Krankheit wird überschrieben. Und nebenbei, und das ist natürlich dann das, was ich am Anfang auch gesagt habe, warum diejenigen, die dich ursprünglich mal dazu beauftragt und gebeten haben, diese Dinge zu entwickeln, heute so etwas lange Zähne haben, weil die Macht der Krankheit natürlich auch die Macht von Politik und von Pharmaindustrie und von Regierungen ist, über die Patienten. Und in dem Moment, wo du den Menschen befähigst, den Organismus sich selbst zu heilen, entziehst du natürlich auch diesem ganzen System die Macht. Und dass das natürlich nicht nur Freunde macht, lieber Hans, das wissen wir beide gut und genau. Liebe Zuschauer, ein spannendes, extrem spannendes Thema und eine Möglichkeit in der Tat, so etwas wie eine Revolution in der Medizin zu erreichen und anzustreben und umzusetzen. Wir reden hier über eine Technologie in der Tat, die vielleicht erst in 2 Jahrzehnten zum Allgemeingut wird, sie aber heute schon verfügbar ist. www.zium-geno62.de ist die Internetadresse und die Internetseite, die Website von Professor Kempe mit weitergehenden Informationen, eine ganze Reihe von spannenden Clips, die all das, was wir hier in einer nur kurzen Form haben erklären können, jahrzehntelange Forschungsarbeit, dort noch weiter erläutert wird. Und wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. So, ich denke, die Informationen aus dem Interview können einen schon beeindrucken. Und die Entdeckung von Professor Kempe kann man nicht einfach als Charlatanerie oder als Charlatan abtun. Da würde man sich zu einfach machen. Ich denke, wir werden noch viel von den Fortschritten auf dieser Methode hören. 2 Dinge möchte ich anmerken. Erstens, ich denke, dass Professor Kempes Bemerkungen zu TENS nicht ausreichend sind. Es ist unbedingt notwendig, wenn man über TENS spricht, zu sagen, dass es hier nur um die Symptome des Schmerzen geht, also Schmerz als Symptom, was unterdrückt wird, und auf keiner Weise werden die Ursachen des Schmerzes damit behandelt. Soweit zu TENS. In dem Interview beziehe ich mich nochmal auf Professor Kempes Bemerkungen zu Hulda Clarks Zapper-Technologie. Auch ich habe mich sehr umfassend mit Zappern beschäftigt und nach dieser Beschäftigung habe ich Abstand davon genommen. Und niemals habe ich die Zapper-Technologie jemandem empfohlen. Soweit dazu. Dabei wusste ich noch nicht einmal, welche verheerenden Wirkungen die Zapper-Technologie anscheinend auf einige Patienten ausgeübt hat. Also Distanz zu Zapper habe ich schon. Aber ich glaube, dass Professor Kempe an einigen Stellen zu sehr pauschaliert die Frequenztherapie betrachtet hat. Ich denke, er müsste das mehr differenzieren und die Hochtonfrequenztherapie, insbesondere mit Vivotum Premium einerseits und Reifs Methode andererseits, die ja für ganz unterschiedliche Richtungen eingesetzt sind und aus meiner Sicht auch eine unterschiedliche Technologie darstellen. Diese beiden Methoden haben viel mehr Schnittmengen zur Kempes Darstellung, also zur Informationstechnologie, als er es in dem Interview ausgedrückt hat. Warten wir es ab, verfolgen wir die Entwicklung der Methoden auf diesen Gebieten. Ich denke, dass die teilweise Übereinstimmungen noch deutlicher werden würden. Auf jeden Fall erwarte ich viel von den weiteren Entwicklungen.
Und in den nächsten Jahren werden wir es sehen. Bleiben wir am Ball.